Herzlich willkommen zu unserem heutigen CapTrader Helpdesk. Mein Name ist Mauro Heller und ich hoffe, Sie freuen sich ebenso, die Trader Workstation heute hier wieder etwas genauer kennenzulernen, wie ich es tue. Dann holen wir uns die TWS einmal hier rein, um die soll es ja heute schließlich auch gehen. Haben Sie denn irgendwelche Fragen mitgebracht? Vielleicht starten wir so direkt. Es ist ja ein kleines interaktives Spielchen, was wir hier immer machen. Jeder, der hier im CapTrader Helpdesk ist, hat sicherlich auch die ein oder andere Frage zu Trader Workstation oder auch zu CapTrader. Wieso sieht die TWS bei mir anders aus als bei Ihnen? Okay, eine berechtigte Frage. Ich weiß nicht, welches Layout Sie benutzen, aber dann gehen wir direkt mal auf die Layout-Frage ein. Sieht es bei Ihnen so aus? Ja, okay. Das ist der einzige Unterschied. Also die meisten Videos werden Sie über das klassische Trading tatsächlich sehen, weil das, sage ich mal, am häufigsten genutzte Layout ist. Ja, auch wenn Sie im Internet auf YouTube unterwegs sind, werden Sie meistens auf die klassische Trading-Ansicht stoßen. Allerdings von Beginn an sieht die Mosaik so aus. Wenn Sie die TWS das allererste Mal starten, kommen Sie auf die Mosaik-Version. Die Versionen können Sie hier unten umstellen. Ja, also wie gesagt, das ist einmal die Mosaik-Version. Hier haben Sie das klassische Trading und es gibt hier auch noch viele, viele mehr. Hier unten gibt es so ein kleines Plus. Das hatte ich hier schon mal angewandt. Hier unten links in der Leiste. Und dort können wir die Bibliothek durchsuchen. Und da sehen Sie, das sind noch ganz viele andere Layouts voreingestellte beziehungsweise abgespeicherte haben. Ne? Also fürs Chart Trading, fürs Forex Trading, für die News, ein Stock Scanner mit drin. Also hier haben Sie die Standard Mosaik Version. Für Optionshändler haben wir hier ein extra Layout. Also Sie müssen sich nicht klassisch ein neues erstellen, sondern es gibt auch vorgefertigte, auf die Sie zurückgreifen können. Möchten Sie zum Beispiel dieses Layout hier über Optionen? Ach, da unten habe ich das schon. Klicken Sie dann einfach Layout hinzufügen und dann passiert Folgendes. Dann kopiert es das Layout letztendlich hier nach unten und Sie hätten ein vorab vorbereitetes Layout, was Sie nutzen können. Ansonsten bietet die TWS ja auch Möglichkeiten, sich diese so einzurichten, wie man es gerne hätte. Da ist es dann egal, ob man das klassische Trading benutzt oder ob man die Mosaik-Version benutzt. Ja. Gehen wir jetzt hier mal in die Mosaik-Version kurz. Ich zeige es auch gleich im klassischen Trading. Hier oben haben Sie so ein kleines Schloss, also hier links, rechts oben haben Sie die Zahl, die Uhrzeit, dann ein Suchfeld und daneben ist so ein kleines Schlösschen. Wenn Sie auf dieses Schlösschen mit der linken Maustaste klicken, dann ist das Layout entsperrt, ja, und ich kann mir hier die TWS, Sie sehen es schon, ich kann mir die zusammenbasteln, wie ich möchte, ja. Ich könnte mir hier ein neues Chartfenster hinzu ziehen. Ich kann die Watchliste drin lassen. Ich kann die Times and Sales, das sind hier Times and Sales, die ich hier aktuell drin liegen habe, noch in meinem Mosaik. Ich kann die wieder rauslöschen. Dann sage ich ja, wir nehmen das Ganze heraus und dann kann ich hier ein neues Fenster einfügen, Order-Eingabe, Watchlisten, Kurs, Notierungsfenster, den Handelsverlauf und. Ja, geht auch hier rüber. Ja, hier oben kann ich mir hier immer wieder neue, ja, sage ich mal, Dinge einfügen. Ja, ich kann auch einfach das Ganze hier mal etwas breiter ziehen. So sieht es wahrscheinlich standardmäßig aus. Dann kann ich das Ganze hier wieder schließen, speichern, Änderungen speichern und habe die Mosaik-Version abgeändert. Das Ganze geht mit der klassischen ebenso. Wenn Sie hier in der klassischen sind, ist quasi auch wie ein Mosaik, können Sie das Ganze handeln. Können Sie das hier wieder entsperren hier oben neben der Zeit. Dann ziehen Sie sich die Fensterchen hier so zusammen, wie Sie die gerne haben möchten. Und nehmen wir an, Sie möchten hier jetzt noch einen Chart dazu haben. Neuer Chart. Ich öffne mal einen. Mach das Ganze mal ein bisschen kleiner. Dann können Sie den Chart hier auch schön in die Ecke ziehen.
und können sich so ihr eigenes Layout zusammenbasteln. Ja, also deswegen, die kann bei jedem etwas anders aussehen. Am häufigsten, ich verwerfe das Ganze mal. Die klassische Trading-Version werden Sie allerdings am allerhäufigsten zu Gesicht bekommen. So, ich hoffe, das war jetzt mal ein kurzer Ausflug und ich hoffe, das hat weitergeholfen. Gibt es denn noch andere Fragen zur Trader Workstation? Nein, das kann man nicht. Kann man die Zahlenformatierung ändern? Also Tausendertrennung beziehungsweise nicht die Tausendertrennung durch den Punkt, sondern hier erfolgt es ja durch ein Komma. Nein, das funktioniert nicht. Ja, das kann in der TWS nicht umgestellt werden. Ist US-amerikanische Schreibweise und das kann auch nicht verändert werden. Nein, leider auch nicht in der iOS-App. Ja, gibt es dafür einen Grund? Ja, einfach, da wir ja ursprünglich oder ich würde jetzt sagen, der Mutterkonzern aus den USA kommt, ja, wird hier die US-amerikanische Schreibweise verwendet und da ändert sich auch nichts, wenn sie jetzt hier in Europa leben. Ja, also es ist und bleibt US-amerikanische Schreibweise. Wie kann man einer gehaltenen Option das aktuelle Delta sehen? Indem sie das einfügen. Und zwar, ich gucke mal, ob ich hier überhaupt in meinem Portfolio, ob ich hier eine Option drin habe. Habe ich gar keine drin. Wir machen es mal relativ einfach. Ich benutze immer den Option Trader, wenn ich Optionen handle, egal ob ich sie plain vanilla oder als Stillhalter letztendlich agiere. Wir nehmen mal Apple hier raus. Da haben wir Apple an der Nasdaq. Jetzt nehmen wir mal irgendeine, ist egal welche. Ich kaufe sie auch Market, sollte man tunlichst bei Optionen normalerweise nicht machen. Und tut sich was. Ausgeführt, jetzt haben wir sie im Portfolio. Da ist sie auch schon. Und dann können Sie hier das Delta einfügen, indem Sie Folgendes machen. Sie haben ja hier oben die Überschriftenzeile ist in jedem Kursnotierungsfenster hier zweigeteilt. Also einmal ist das hier oben die Tickerzeile, sprich, das ist die, wo immer das jeweilige Symbol und die aktuellen Kurse etc. drinstehen. Und unterhalb des Bruchstriches finden Sie die Orderzeile. Ja, das hat alles etwas mit der Order zu tun. Das aktuelle Delta können Sie wie folgt einfügen. Einen rechten Mausklick zum Beispiel auf Kurswert. Dann steht hier eine Spalte vor der Spalte Kurswert einfügen, weil ich eben jetzt auf den Kurswert rechte Maustaste gemacht habe und hier haben Sie die Griechen. So, und hier sehen Sie auch schon das Delta. Relativ einfach und simpel. Also ein rechter Mausklick auf die oberste oder auf die obere Hälfte des Bruchstriches, überhalb des Bruchstriches, dann eine Spalte vor der Spalte einfügen, dann auf die Griechen, die finden Sie hier, und dann können Sie das Delta einfügen. Das gleiche gilt natürlich auch für Theta, Vega und Gamma. Wie kann man denn nach einer WKN oder ISIN suchen? Bis jetzt musste ich durch die Suche den vollen Namen der Unternehmen eingeben. Nein, müssen Sie natürlich nicht. Sie können hier nach WKN können Sie nicht suchen. Das ist die Wertpapierkennnummer. Die gilt hier tatsächlich, ist in Deutschland verbreitet. Ansonsten ist es die internationale Kennnummer. Das ist dann die ISIN. Ja, Sie können nach Tickersymbolen suchen, wie jetzt zum Beispiel die Abkürzung AAPL für Apple, ALV für Allianz, ADS für Adidas und. Das würde funktionieren oder den Unternehmensnamen gänzlich eingeben. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir holen uns jetzt hier mal eine ISIN oder vielleicht haben Sie ja auch eine ISIN für mich, die wir suchen können. Da haben wir die Apple-Aktie. So, dann suchen wir uns hier einmal die ISIN heraus, kopieren die, gehen zurück in die Trader Workstation. Suchen uns in einem Kursmonitor eine leere Zeile, kopieren die ein mit STRG-V,
drücken Enter und schon sehen Sie hier die Apple-Aktie. Ja, jetzt müssen Sie natürlich noch die richtige aussuchen. Und zwar erkennen Sie das wie folgt. Hier haben Sie einmal das Smart Routing System. Das Smart Routing System enthält alle Handelsplätze, die bei uns verfügbar sind im Smart Routing und sucht für Sie immer das, sag ich mal, den liquidesten und günstigsten Markt heraus, um Ihre Order auszuführen. Das ist ein automatisches System. Ansonsten hätten Sie hier noch die American Stock Exchange, die ARCA, die BATS, die American, JX und, ja. Sie sehen, dass das hier das Richtige ist. Smart, hier haben Sie nämlich die NYSE Island. Island ist das automatisierte Handelssystem, das elektronische der Nasdaq. Und hier sehen Sie einfach am meisten Handelswährung US-Dollar und eben das allgemeine Kürzel AAPL. Wenn Sie hier Smart an in Klammern EBS sehen, dann wäre das die elektronische Börse Schweiz. Hier unten sehen Sie die deutschen Handelsplätze und da unten noch einmal die Mexican Stock Exchange, also in Mexi, Mexican Peso, Schweizer Franken, Euro, US-Dollar. Und hier oben, wo am meisten dahinter steht, das ist meistens der Heimatbörsenplatz. Deswegen Doppelklick hier drauf oder auswählen mit der linken Maustaste und auf OK gehen. Und schon haben Sie Apple über die ISIN gesucht. Ich zahle zurzeit über 85 Euro für Echtzeitkurse. Gibt es da eine günstigere Lösung? Ja, das ist natürlich beträchtlich und stattlich. Ich weiß natürlich nicht, für was Sie alles bezahlen. Ja, sind Sie als Privatkunde bei uns angemeldet? Sind Sie als Firmenkunde angemeldet? Bei dem, was Sie zahlen, hört es schon sich nach einer Firma an. Ja, also Firmen, Echtzeitmarktdaten, die sind sehr, sehr teuer tatsächlich und da gibt es auch keine günstigere Lösung. Ja, der einzigste Lösungsansatz, den ich habe, ja, melden Sie sich für ein Privatkonto an, abonnieren Sie die auf dem Privatkonto, spitzeln da immer mal ein bisschen rüber auf Ihr Privatkonto und dann hätten Sie indirekte Echtzeitmarktdaten. Sie müssen allerdings, können die nicht einspielen auf das Firmenkonto. Ja, das wäre so eine Lösung. Ich sag mal, ja, das könnte man machen. Ja, da würden Sie zumindest einige Euros sparen. Ja. Das ist natürlich die bessere Variante, ja, dementsprechend die 85 Euro zu zahlen, aber es gibt keine andere Lösung dafür. Ja, also Firmen bezahlen tatsächlich, egal ob sie als vermögensverwaltende GmbH gelten und tatsächlich nur für die Vermögensverwaltung dienen oder ob es reine Firmenkunden sind, die tatsächlich eine aktiv geführte GmbH haben. Ja, das spielt keine Rolle. Es werden da tatsächlich bei den Marktdaten alle gleich behandelt. Das heißt, wenn ich ein Firmenkonto habe, bezahle ich auch automatisch als Professional Marktdatengebühren. Ja, das Ganze geht halt nur nicht, wenn Sie als Privatperson angemeldet sind. Ja, was kein Verbrechen ist, aber wunderbar. Sie dürften auch beides nutzen, wenn Sie wollen. Kann man auch die Unternehmensnamen anzeigen in der Spalte? Ja, da gibt es auch eine Spalte für. Ich gehe jetzt hier vorne auf Instrumentenspalte, Beschreibung des Finanzinstruments, dann gehen wir hier auf Unternehmensnamen. So, und schon haben wir den eingefügt, ja. Hopp. Hier haben wir die Apple Inc., wenn wir jetzt Microsoft hier eingeben, MSFT. Enter drücken, Microsoft an der Nasdaq, schon kommt hier Microsoft Corp. Können Sie natürlich auch umstellen, indem wir das hier festhalten, dann haben Sie zuerst den Ticker-Symbol. Und hinten den Unternehmensnamen. Also alles relativ simpel und einfach, wenn man die richtigen Kniffe weiß, dann ist die Trader Workstation tatsächlich ein sehr, sehr gutes Handelsinstrument, ein wirkliches Profi-Tool. Ich möchte sie nach 16 Jahren nicht mehr missen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie macht man ein Profit-Buy-Sell-Order über Limit? Auch das können wir machen. Ich gucke mal, was wir hier alles im Portfolio haben. Da werden wir sicherlich auf dem Paper-Trading-Konto hier irgendetwas haben. Ja, gucken Sie mal. Haben wir
400 Apple und 100 Spy drin. Wir haben jetzt gerade Apple gehabt. Jetzt gehen wir einfach mal auf den SPY. Das ist der ETF auf den S&P 500. Wir möchten einen Take-Profit setzen. Wir haben hier einen Durchschnittskurs von 397,24. Naja, gut, sie liegen sowieso schon etwas da hinten oder hinterher. Aber wir setzen es trotzdem. Gehen hier auf den aktuellen Geldkurs. Dann öffnet sich darunter eine Orderzeile. Hier die 100 Stücke. Wir haben 100 Stück davon. Wir möchten die 100 Stücke bei 400 mitnehmen. Ist jetzt eher unwahrscheinlich, aber das macht nichts. Stellen hier ein auf GTC, Good Till Cancel. Die hat maximal ein halbes Jahr Laufzeit, die Order bei uns. Good Till Cancel. Und läuft immer bis zum einschließlich des letzten, des nächsten Quartals. So, dann einfach auf Übermitteln. Setzen auf OK. Und das war ein Take Profit. Ja, wir würden also diese, ja, 100 Stücke bei 400 verkaufen, wenn der Kurs da wieder hinsteigen würde. Ja, das gleiche gilt natürlich auch für eine Verkaufsorder. Ich möchte hier ein Stop-Loss setzen. Gehe auf Stop. Wobei Sie hier immer aufpassen müssen, ob Sie auch vorbörslich und nachbörslich handeln möchten. Denn eine normale Stop-Order wird nur während der regulären Handelszeit ausgeführt. Limitierte Orders über Limit werden auch vorbörslich und nachbörslich ausgeführt. Das können Sie wie folgt einstellen. Gehen wir mal ins Order-Ticket. Rechter Maus, ich habe jetzt hier einen rechten Mausklick drauf gemacht. Gehe hier auf Ändern, gehe hier ins Order-Ticket. Dann öffnet sich dieses hier. Da kann ich hier wieder mein, wie gesagt, nur limitierte Orders. Ich zeige Ihnen hier mal einen Unterschied. Da kann ich nämlich nicht klicken zulassen, dass die Order außerhalb der regulären Handelszeit ausgelöst wird. Nehme ich eine limitierte Order wie ein Stop-Limit, wo ich einen Stop-Kurs bei 360 jetzt reinsetze und einen Limit-Kurs, der etwas tiefer ist, damit es direkt zur Ausführung kommt. 359. Dann kann ich hier zulassen, dass die Order außerhalb der regulären Handelszeit ausgeführt wird, auswählen, Good Till Cancel wieder nehmen, gehe auf Übermitteln und so habe ich, sehen Sie hier, das geht jetzt bis zum 1.1.23 ist die Order gültig und so habe ich jetzt die per Stop-Limit abgesichert. Wenn der Kurs also auf 360 geht, kriege ich eine Ausführung durch mein Limit. Wenn denn kein Sprung passiert zwischen 360 und 359. Ja. Und es wird auch vor- oder nachbörslich ausgeführt. Da ich die beiden Orders jetzt nicht miteinander verknüpft habe, werde ich sie jetzt wieder rauslöschen. Ich hoffe, das hat weitergeholfen. Per Default können Sie es auch einstellen. Und zwar wie folgt, Sie gehen hier oben auf die Einstellungen. Bei dem einen oder anderen ist es auch ein Schraubenschlüssel oder dieses Zahnrädchen hier oben. Können Sie machen, wie Sie wollen. Gehen dann auf die Voreinstellungen hier auf der linken Seite. Gehen hier, wenn es die Aktien betrifft, auf Aktien, alle möglichen Felder anzeigen. Da sehen Sie hier oben schon die Gültigkeitsdauer. Können Sie auf GTC umstellen. Na, so. Umstellen, dann können Sie auch die Menge einstellen, wie viel Sie denn aktuell immer direkt kaufen oder verkaufen möchten, können die den primären Order-Typ hier einstellen, Limitkurs, können auch direkt Target Order, also eine Zielgewinnmitnahme anfügen. Ich zeige es jetzt einmal, wir nehmen ein Limit, was ja prozentual 10% über dem Kurs liegen soll. Nachher bei meiner Hauptorder, wir nehmen ein Stop. Ein Stop mit rein, der 5% unter meinem aktuellen Einstieg ist. Das sieht gut aus. Das haben wir, das haben wir, das haben wir.
Damit Sie hier auch eine Veränderung sehen, können wir hier noch die Stückzahl abändern auf 500 Shares. Haben hier noch, Sie können Betrag eingeben oder die verfügbare Menge. Betrag geht allerdings nur, wenn Sie Realtime-Daten haben. Gehen hier auf Übernehmen, das ist ganz wichtig. Übernehmen und OK. Und jetzt passiert Folgendes. Sie sehen schon, wenn ich Apple jetzt kaufen möchte. Wir haben voreingestellt 500 Stück anstatt 100. Good till cancel. Per Limit haben wir eingestellt, ja, zu 150. Wir haben eine Gewinnmitnahme, die aktuell 10% über dem Markt liegt und wir haben ein Stop-Loss, was 5% unterhalb des Marktes liegt. Ja, damit Sie sehen können, dass das hier auch verknüpfte Orders sind, das sehen Sie hier einmal an 1, ne, das ist die Hauptorder, 1.2 und 1.1 sind dann sowohl Take Profit als auch das Stop Loss. Und damit Sie sehen, dass das verknüpfte Orders sind, gehen wir mal hier auf Kurswert, fügen wir nochmal was ein. Und zwar ist das die nicht auf Kurswert, wir müssen hier unten drauf, so, da haben wir's. Gehen dann auf die Order-Attribute, OCA-Gruppe, One Cancels Another und Sie sehen hier, dass das beides die identischen Zahlenkombinationen sind, bedeutet einfach, wenn die eine Order zur Ausführung kam, wird die andere automatisch gelöscht. Ne? Natürlich nur, sobald, wenn die Hauptorder ausgeführt ist, dann wird einmal der Stop-Loss und das Limit aktiv und sobald eine dieser beiden hier ausgeführt ist, wird die andere automatisch gelöscht. Ja, also Voreinstellungen sind durchaus möglich. Sie können auch das Stop-Loss weglassen und nur ein Limit direkt mit reinsetzen oder umgekehrt. Ja, und das funktioniert auch für jedes Handelsinstrument. Ja, das ist tatsächlich super. Man kann auch im Nachgang absichern, das wäre auch möglich über die OCA-Gruppe. Dann muss man allerdings hier dieses Feld OCA-Gruppe schon eingefügt haben. Ja. Den Unterschied zwischen Stop und Stop Limit, ja, ist relativ einfach. Ja, eine Stop Order ist eine Market Order. Nichts anderes, als wenn Sie MKT Market auswählen. Market bedeutet, ich bekomme jetzt eine gleiche Ausführung. Ja, eine, beziehungsweise gehe sofort in den Markt. Stop ist eine kleine Abwandlung. Eine Stop Order hat einen sogenannten Triggerkurs. Ja, zu dem ich den platziere und sobald dieser Kurs nur annähernd berührt wird, ja, kommt die Order zur Ausführung, zum nächsten handelbaren Kurs. Also egal, der Kurs, der kann rein theoretisch, wenn Sie jetzt ein riesiges Gap haben, ja, sagen wir mal, die Apple-Aktie steht heute auf 150 und morgen steht sie nur auf 100, ja, und Sie haben eine Absicherung bei 140 drin, dann bekommen Sie den nächsten handelbaren Kurs. Und dann auch nur während der regulären Handelssession, die also um 15.30 Uhr beginnt. Sprich, Sie würden sofort, weil die Apple-Aktie von 150 auf 100 runtergecrashed ist, ja, ist nur ein Beispiel, und Sie den Stop bei 140 gesetzt haben, ist die natürlich aktiv, also ist die 140 wurde angeteasert, beziehungsweise auch übersprungen, und Sie bekommen dann zu 100, weil das der nächste handelbare Kurs ist, eine Ausführung. Ja. Bei einer Stop-Limit-Order sieht das Ganze wieder etwas anders aus. Vielleicht kann ich das im Chart einmal kurz zeigen, damit es einfacher verständlich ist. So, jetzt holen wir uns mal einen Chart hier rüber. So, wir canceln das hier mal schnell raus, die Orders. So. Jetzt machen wir Folgendes. Ich mache es mal klein. Jetzt legen wir hier eine Stop. Na, jetzt müssen wir das hier rauslöschen, weil wir das hier noch verknüpft haben. So, jetzt haben wir hier diese Verkaufsorder und wir setzen hier ein Stop-Limit bei, nehmen wir jetzt die 140. Oder nehmen wir nicht die 140, nehmen wir was irgendwas näher dran ist, die 148 und wir machen ein Limit bei 147,50. Das heißt, wir geben
dem Ganzen, ich gucke gerade, ob man das sieht im Chat. Ich glaube leider nicht. Nein, Sie sehen hier das. Ja, nein, Sie sehen leider die Limitlinie nicht. Sie müssen sich das so vorstellen. Wir haben jetzt hier wir legen hier einen Stop-Kurs. Ja, der liegt hier unten bei 148,44 jetzt. Ich zeichne jetzt einfach mal eine virtuelle Limit oder ein virtuelles Limit mit einer horizontalen Linie ein. Und zwar, Sie müssen sich das jetzt so vorstellen, Sie geben dem Kurs eine Spanne. Ja, also Sie sagen zu 148,44 in diesem Falle, da soll mein Stop ausgelöst werden. Und durch das Limit begrenzen Sie, sage ich mal, das Ganze nach unten hin und sagen, Sie möchten keine schlechtere Ausführung als 148,44. Und zum Beispiel, guck mal, ob ich auf die 148 jetzt hier drauf komme direkt. Das wird schwierig. Ich habe hier ein bisschen zittriges Händchen. Hier, die 148, das wäre das Limit. Das heißt, Sie bekommen lediglich eine Ausführung in der Spalte. Das allerdings auch vor- und nachbörslich. Ja, wenn Sie den Haken im Order-Ticket, wie ich es vorhin gezeigt habe, reingesetzt haben. Das heißt, Sie können ab 10 Uhr morgens bis 15:30 Uhr ebenfalls eine Ausführung bekommen. Ja, und nicht nur wie bei einer normalen Stop-Order ab 15:30 Uhr. Ja, das heißt, die kann auch schon vorher ausgeführt werden. Ja, und das Ganze ist eben so, dass man Stop-Limit setzen kann vorbörslich, weil es eben, ja, einen faireren Preis garantiert, weil vorbörslich kann relativ viel immer passieren. Ja, und damit die Liquidität ist noch nicht am Markt und damit sie nicht einen allzu schlechten Kurs bekommen, sagt man, dass limitierte Orders vorbörslich und nachbörslich akzeptiert werden, nur keine Market Orders. Ja. Zumindest im Aktienhandel ist das so. Es gibt einige Futures, die können Sie auch ganztägig per Market Order letztendlich kaufen und verkaufen. Hat natürlich den Nachteil, wenn der Kurs jetzt ebenfalls auf die 100 runterfällt, dann bekommen Sie jetzt nicht eine direkte Ausführung. Ja, also zumindest, sage ich mal, sind Sie nicht geschützt. Ja, aber wenn da jetzt ein Gap kommt, was zum Beispiel auf die 140 runtergeht oder irgendetwas, dann wird Ihre Position wenigstens nicht direkt verkauft, ja. Was natürlich sein kann, falls irgendwann mal Fake News kommen oder falls irgendwie ein Systemfehler vorliegt irgendwo, ja, das kann natürlich auch mal passieren oder ein Fat Finger Trade passiert, der wieder rückabgewickelt wird später, dass Ihre Position trotzdem am Markt bleibt, ja, weil der Markt dementsprechend dann auch wieder auf das normale Kursniveau hochgeht, ja, und dementsprechend würden sie dann nur in dieser Spanne ausgeführt werden, ihr Stop. Ja. Aber perfekt, ich sehe hier schon, Frage ist damit beantwortet. Ja, hier sehe ich eine Frage bezüglich den 100 Werten. Ich gehe mal kurz zurück. Ich mache diese Order mal raus hier. Fenster können wir auch zumachen. Warum werden Instrumente, also da, Sie sprechen jetzt von den 100 Datensätzen zur gleichen Zeit, das hat einfach was mit der Serverkapazität zu tun, ja. Sie müssen rein theoretisch, sage ich mal, wenn Sie jetzt nicht ein wahnsinnig riesiges Aktienportfolio haben oder irgendetwas, da passiert so eine, ja, sage ich mal, so eine Anpassung automatisch, dass auf diesen, sage ich mal, dass automatisch mehr als 100 Datensätze zur Verfügung gestellt werden. Aber ein Normalsterblicher, der muss sich nicht den S&P 500 hier als Liste anzeigen lassen. Ja, denn das alles braucht natürlich Speicherkapazität und Sie alle wissen, Speicherkapazität ist trotz alledem etwas teuer. Ja, und wenn jetzt jeder Kunde hier 1 Million Werte sich angucken könnte, ja, dann wären das riesige Datenmengen, die in jeder TWS angezeigt werden würden. Ja, was natürlich dementsprechend riesige Server zur Folge hätte, die man benötigen würde. Von daher Resultat letztendlich wären, dass natürlich auch die günstigen Handelsgebühren, die sie bei uns haben, ja, dass die nicht so mehr zu tragen wären. Deswegen hat man gesagt, okay, der Normalsterbliche, der muss sich kein S&P 500 angucken, weil wenn Sie die 500 Werte durchklicken, ja, an einem Tag, da kommen Sie nicht zum Handeln, ja, und Screen bringt da auch nicht viel, ja. Von daher, es gibt immer so eine überschaubare Anzahl letztendlich, wo man sagt, okay, bis zu 100 Werte, die kann man sich am Tag von mir aus noch angucken, ja. Und die Watch, das sind ja sogenannte Watchlisten. Eigentlich sollte da ja sowieso nur das für Sie Interessante da drauf, ja. Also
Vorab kann dann natürlich auch mal gescreent werden. Es gibt zum Beispiel TradingView, was sie sehr, sehr gut als Screener nutzen können. Es gibt so etwas wie TraderFox, was sie als Screener benutzen können, um interessante Aktien zu finden. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, um die Watchlisten möglichst gering zu halten. Problematisch wird es dann oftmals, wenn sie eine Drittsoftware wie so ein Agena Trader, Multicharts, Trade Navigator oder irgendetwas über die API anbinden. Da bekommen sie das öfter angezeigt, weil das setzt ja voraus, ich möchte screenen, ich möchte Aktien mir raussuchen, ja, da empfehle ich Ihnen tatsächlich, wenn Sie eine Drittsoftware an die TWS anbinden, ja, in der Anbindung uns als Broker auszuwählen und dann tatsächlich auf einen Drittmarktdatenanbieter zurückzugreifen. Ja, dann haben Sie das Problem nicht, da können Sie auch 1000 Werte screenen, aber ansonsten wird es mit uns tatsächlich schwierig. Ja, also in der TWS werden die 100 tatsächlich gezählt. Ja, ab und zu, sage ich mal, gibt es auch noch einen Spielraum, wo sie vielleicht mal 10 Werte mehr drin haben können in der TWS. Es wird ich sag mal, jede Zeile letztendlich wird dort selektiert. Wenn sie allerdings einen Drittmarktdatenanbieter beziehungsweise eine Drittsoftware angebunden haben, dann funktioniert es etwas anders. Ja, dort können sie nur circa so 50, 60 Werte maximal ansehen. Ja, weil diese, sage ich mal, diese dritten Handelsplattformen suggerieren oftmals, ja, der TWS, dass die 100 Datensätze ausgeschöpft sind, obwohl sie vielleicht sich nur 50 angucken. Ja. Aber in der TWS können sie sich 100 bedenkenlos ansehen. Ja, also das ist unser Handelsinstrument. Wir nutzen die TWS. Ja, und wenn es in der Drittsoftware eben nicht so funktioniert, dann ist es tatsächlich oder haben wir damit auch tatsächlich nichts weiter zu tun. Ja, Hauptsache in der TWS funktioniert es und da können Sie sich 100 Datensätze problemlos angucken. Also es wird da tatsächlich die einzelne Orderzeile sich angeguckt in der TWS. Wie viele Symbole Sie sich angucken. Das waren ja trotz alledem, obwohl wir heute wegen des Fauxpas so wenige sind, ordentlich viele Fragen. Haben Sie noch mehr? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, haben wir ja noch. Nutzen Sie die Chance, Sie dürfen mich alles fragen, ja? Es gibt keine blöden Fragen und für alles sicherlich eine Lösung. Ah, okay. Ein bisschen was zum Chart. Sehr, sehr gerne. Da müssen wir uns erstmal wieder einen öffnen. Den anderen habe ich vorhin zugemacht. Chartbedienung relativ einfach. Also Sie haben hier erstmal die Kerzengröße hier oben. Das ist blau im Chart markiert. Es gibt die Zeiträume in Rot und ich zeige Ihnen auch gleich, wo der Unterschied liegt. Wir haben jetzt die 5-Minuten-Kerzen hier im Blauen ausgewählt und da passiert Folgendes, wenn Sie am Mausrädchen drehen, scrollen Sie raus. Ja. Und rein. Ja, ranzoomen, rausscrollen. Das passiert, wenn Sie hier, wir gehen auch mal auf die täglichen von mir aus, das funktioniert genauso, können Sie raus und reinzoomen in den Chart. Dann passiert Folgendes, wenn wir hier jetzt, wir gehen einfach mal hier drauf, ein Jahr tägliche Kerzen. Und wenn Sie jetzt am Mausrädchen drehen und die rote Rubrik gewählt haben, dann passiert Folgendes, dann ändern Sie nur die Kerzenbreite und Dicke. Ja, also das ist einmal hier die Kerzenbreite, dünne Candles, dicke Candles. Ich bin normalerweise immer im Blauen unterwegs, damit ich hier mal ein bisschen zoomen kann. Da sehe ich gleich eine Frage. Das Volumen wird bei mir nicht angezeigt. Wenn es nicht angezeigt wird, dann haben Sie hier oben links, entweder ist hier das Volumen schon abgebildet, wenn es nicht angezeigt wird. Wir haben jetzt wohlgemerkt eine Aktie hier auf, ja. Dann können Sie hier dementsprechend, indem Sie hier auf den Pfeil nach unten klicken, können Sie das Volumenanzeige ausblenden, ja, an- und ausstellen. Hier auf dem Pfeil nach unten, wir gehen auf das Volumen und schon geht es an- und aus. Ansonsten nette Geschichte. Ich mag es auch nicht, wenn der Chart bzw. die Kerzen hier hinten immer dran kleben. Ja, da gibt es hier so ein kleines Pfeilchen unten rechts. Da können Sie einmal draufklicken, bis es dunkelblau ist und sich den Chart dann dementsprechend ein bisschen nach links schieben. Ja, finde ich immer persönlich ein bisschen angenehmer, sehe ich auch die aktuelle Kerze etwas besser.
Dann gibt es natürlich ganz tolle Sachen auch. Ja, ich zeige Ihnen mal kurz hier in den Chartparametern, wenn Sie hier auf Bearbeiten Chartparameter gehen, da können Sie hier einfügen Studien. Sie können sich oder hier unten Zeitoptionen, das ist ganz wichtig eigentlich. Daten außerhalb der regulären Handelszeit, da werden Ihnen dann nämlich ab 10 Uhr die Kurse schon angezeigt, ja, und nicht erst ab 15:30 Uhr. Ansonsten bewegt sich das hier tatsächlich hier der aktuelle Kurs, aber Sie sehen keine Kerze dazu, ja. Deswegen hier ein Häkchen rein. Ich habe immer Daten der Zeitzone des Benutzers anzeigen hier unten angestellt, einfach nur, damit ich hier unten die deutsche Zeit sehe. Ja. Ansonsten Studien einfügen, gleitende Durchschnitte, Momentumstudien, das Ganze können Sie aufklappen. Entweder per Doppelklick, nehmen wir mal einen exponentiellen, per Doppelklick hier rüben einfügen, können hier den Zeitraum ändern. Sagen wir mal, wir nehmen den 200er rein, wir nehmen noch einen hier rein, nehmen wir mal den 100er und weil es so schön ist, noch einen dritten, die 50. Gehen dann auf Übernehmen. Und okay, und schon sehen Sie hier unten dementsprechend die gleitenden Durchschnitte. Jetzt hätte ich die Farbe natürlich besser mal geändert. Machen wir mal schnell noch. Farbe ändern geht auch. Und zwar hier unten. Wieso wird der denn jetzt so angezeigt? Wir nehmen mal ein Türkis für den 200er. Ich hoffe, das nimmt er jetzt. Jawohl, hinten ist es Türkis. Wir nehmen den 100er in Rot. Gehen wieder auf Übernehmen und okay. Und den 50er machen wir in einem Gelb. Okay, übernehmen. Und jetzt verschwindet mein Chart, da ist er wieder. Jetzt sehen Sie, jetzt haben wir hier 200er, 100er, 50er gleitenden Durchschnitt drin. Ja, das ist relativ einfach. Dann Anzeigen. Sie können natürlich auch von hier aus ordern. Das funktioniert auch. Wenn Sie hier auf Anzeige gehen, gibt es hier die Schaltflächenleiste hier unten und den Chart-Trader. Hier unten sehen Sie das wie im Handelsprotokoll, die Orders, die aktuell am Markt liegen, das Protokoll, wenn Sie Ausführungen hatten und Ihr Portfolio. Hiermit können Sie eine Limit-Order platzieren. Wenn das nicht ist, das, was Sie wollten, können Sie die Schaltflächen hier per rechten Mausklick auch konfigurieren. Sagen, dass Sie zum Beispiel Market einsteigen möchten, ja, können hier eine Gewinnmitnahme und eine Stop-Order direkt mit anfügen, wenn man es will. Klickt hier auf OK, dass man es sofort übermittelt, weil wir jetzt Market eingegeben haben. Das gleiche machen wir mal für die Schaltfläche hier. Wir machen auch hier ein Market draus. Sofortige Kursübermittlung oder sofortige Übermittlung. Kein Stop, kein gar nichts. Und die legen wir jetzt erstmal hier hin, die löschen wir aber wieder. So. Verwerfen. Und wenn Sie jetzt hier draufklicken, ach ja, wir haben das ja voreingestellt. Entschuldigen Sie, müssen wir die Voreinstellungen mal ganz kurz rausnehmen. Aktien. So, GTC, 500 Stücke. Wir möchten keine Target Order und wir möchten auch keine Stop Order. Dann sollte es auch funktionieren. So, jetzt sehen Sie das. Jetzt wurde ich dementsprechend ausgeführt. 500 Apple-Aktien gekauft. Ich klicke hier drauf. Ist absolut geschlossen jetzt das Ganze. Ja, also so könnte ich schnell handeln letztendlich aus dem Chart heraus. Ich kann mir auch neue Buttons hier einfügen, indem ich einen rechten Mausklick drauf mache, Einstellung Schaltflächen. Dann kann ich hier auch eine neue hinzufügen. Suche mir hier dementsprechend raus, was ich hier genau haben möchte. Möchte ich eine Kauforder? Möchte ich eine Verkauforder? Können hier Kauforder jetzt nehmen in diesem Falle. Können hier die Hintergrundfarbe einmal ändern. Machen wir mal ein Türkis daraus.
Ah, das kann so bleiben. Label erstellen. Können wir zweimal Kauf machen. Zweimal Kauf. Sagen auch hier wieder Order-Typ Market. Den Rest wollen wir jetzt nicht. Gehen hier auf OK. Ach, das Volumen habe ich hier nicht. Auf OK, das haben wir. Übernehmen und OK. Und schon sehen Sie hier, jetzt habe ich hier unten auch die Zweimalkaufschaltfläche. Also auch das kann konfiguriert werden. Jetzt kommt hier noch was rein. Gucken wir mal. Gibt es eine Möglichkeit, ohne den Helpdesk oder die Online-Chat-Hilfe zu kontaktieren? Bei größeren Kursausweichen zu handeln. Beispiel DAX schließt um 22 bei 12.000 und öffnet um 211.000. Da kann man keine Order in der Auktion einstellen als Schutz, bla, bla, bla. Und muss man sich freischalten lassen. Dazu fehlt aber die Zeit. Haben Sie ein Workaround oder wie kann man das Problem in 3 Minuten lösen? Am besten dazu tatsächlich einmal kurz bei uns im Support anrufen. Ja, dann können wir das gerne telefonisch besprechen. Ja, und ich würde schon sagen, da finden wir sicherlich eine Lösung. Beispiel DAX, wobei ich das auch noch nicht ganz verstanden habe. Ist aber auch nicht schlimm. Ich denke, telefonisch lässt es sich am schnellsten klären, das Ganze. Ja. Ja, das stimmt, sehr gerne. Ja, also mit dem Chart kann man auch noch viel, viel mehr machen. Aber ja, ich denke, das sollte erstmal zumindest für heute reichen. Ja, aber es ist wirklich sehr schön, es ist angenehm. Normalerweise sind wir immer eine riesige Gruppe hier und aufgrund des Fehlers halt, ja, sind die Nachzügler bei mir, die tatsächlich etwas später dazugeschalten haben. Aber das macht ja nichts. Ja, deswegen konnten wir tatsächlich sehr, sehr viele Fragen heute, ja, von wenigen Leuten beantworten. Ja, dann würde ich jetzt auch vorschlagen, tatsächlich, ja, die 7 Minuten, die schenke ich mir jetzt. Ja, wenn Sie weitere Fragen haben sollten, scheuen Sie sich nicht. Also das nächste Helpdesk, kommt sicherlich. Ja, das findet ja sowieso einmal im Monat statt. Und dementsprechend, ja, vielen Dank, dass Sie so toll mitgemacht haben. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und lassen Sie sich gegebenenfalls noch das verspätete Abendbrot schmecken, so wie ich gleich. Und bis bald, ja, wir sehen uns beim nächsten Helpdesk. Viele Fragen mitbringen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut, tschüss.